Kratzer, Risse oder Löcher in der Tapete? Keine Sorge, Sie müssen nicht alles neu tapezieren. Mit ein paar einfachen Schritten können Sie Ihre Tapete selbst reparieren. Für die Reparatur benötigen Sie ein Cuttermesser, Spachtel, Pinsel, Sprühflasche, Tapetenreststück, Spachtelmasse, Flüssigkleisterkonzentrat und eventuell einen Nahtroller. Kleine Risse und Löcher lassen sich leicht mit Spachtelmasse ausbessern. Besonders bei Raufasertapeten sind spezielle Reparaturprodukte hilfreich. Tragen Sie die Masse auf und überstreichen Sie nach dem Trocknen. Für größere Schäden nutzen Sie die Doppelschnitttechnik. Schneiden Sie die beschädigte Stelle aus, entfernen Sie das alte Tapetenstück und kleben Sie ein passgenaues Ersatzstück ein. Ein Flüssigkleisterkonzentrat eignet sich hervorragend zum Ankleben. Bei gemusterten Tapeten ist Präzision wichtig. Achten Sie darauf, dass Muster und Struktur exakt zusammenpassen. Bei gestrichenen Wänden testen Sie die Farbe auf einem Reststück, um Farbabweichungen zu vermeiden. So bleibt die Reparatur unsichtbar.